Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Mit dir allein bist du nie allein. In der heutigen Zeit ist es durchaus auch eine Herausforderung, mal für sich in Stille zu gehen, Momente oder auch Orte zu finden, wo wirklich Ruhe herrscht, und auch die große Frage, können wir damit überhaupt umgehen? Und wollen wir das? Und wenn, wie schaffen wir es auch mal auszuhalten, diese, ja, mit mir allein sein? Und über diese ganzen spannenden Zusammenhänge spreche ich heute mit meinem Gast, Mentaltrainer und Achtsamkeitscoach, Bestsellerautor Pirmin Lötscher. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Pirmin. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Corina. Danke vielmals für die Einladung. Ja, dieses Alleinsein ist ja ein großes Feld, ja. Und du hast ja da auch ein Buch dazu geschrieben. Genau. Und jetzt die Frage, wie kamst du überhaupt auf dieses Thema? Warum hatte das jetzt auf einmal in deinem Leben überhaupt diesen Stellenwert? Mhm. Ja, ich persönlich konnte immer sehr gut alleine sein. Ich habe immer die Zeit genossen, die ich für mich hatte, und die war auch immer sehr wichtig für mich. Ich habe mich dabei nie einsam gefühlt. Und das ist ja auch vielleicht mal sehr wichtig zu unterscheiden. Es gibt die Einsamkeit, wo man gerne vielleicht hingeht, um allein zu sein. Das muss nicht unbedingt was Negatives sein, die Einsamkeit. Also man kann sich in der Einsamkeit wirklich sehr gut fühlen, irgendwo auf einem Berg, im Wald, irgendwie so. Ich kann mich aber auch sehr einsam fühlen in der Einsamkeit oder in der Gesellschaft. Ich kann mit ganz vielen Menschen in Kontakt sein und mich trotzdem einsam fühlen. Und bei mir persönlich war es eigentlich immer so, dass ich mich ob in der Gesellschaft oder in der Einsamkeit sehr gut fühlte, allein zu sein. Und wollte dem auf den Grund gehen, woher kommt das und warum haben das viele Menschen nicht? Warum fehlt ihnen dieses gute Gefühl, wenn sie alleine sind? Und muss vielleicht ganz kurz ans Ende zu kommen, oft oder meistens hat es damit zu tun, dass sie sich selbst nicht aushalten, also halte ich mich selbst überhaupt noch aus, ohne dass rundherum etwas geht, oder habe ich überhaupt so eine tiefe Verbindung zu meinem inneren Selbst, zu mir, zu meinem Wesen, dass ich dieses Alleinsein genießen kann, dass ich nichts mehr brauche als nur mich selbst. Und oft ist da der Ursprung. Klar, wenn man über ganz viele Jahre oder gerade, ich denke an viele ältere Menschen, die halt das Umfeld verlieren über das Alter, dass die Menschen wegsterben, dass sie sich dann einsam fühlen. Aber trotzdem, auch da gibt es verschiedene Arten von Menschen, die unterschiedlich damit umgehen. Und ich glaube wirklich, dass wir in der aktuellen Gesellschaft sehr gefordert sind, mit all den digitalen Verbindungen, die wir noch eingehen, dass wir diese Einsamkeit aushalten und das Alleinsein wieder genießen, weil wir da die Kraft schöpfen auch wieder und die Energie und die Verbindung zu uns selbst, damit wir unseren Herzensweg gehen und nicht den Weg der Menschen um uns herum, das, was wir sehen. Nur wie schaffen wir es jetzt in der Generation, die jetzt schon so in diesem digitalen Sumpf steckt, sage ich mal, vor allen Dingen auch die Jungen, die sind ja eigentlich schon damit aufgewachsen, diese Verbindung zu dir selbst überhaupt wieder aufzubauen, was ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst. Du arbeitest ja auch mit jungen Menschen. Mhm. Wissen die überhaupt, von was du sprichst, wenn du sagst, die Verbindung zu dir? Mhm. Erstaunlicherweise haben wir, glaube ich, Vorurteile, die habt ich auch, dass die jungen Menschen diese digitale Welt weniger gut im Griff haben wie wir. Und ich muss wirklich gestehen, dass die meisten Jungen, mit denen ich dann Kontakt habe, ich merke, die haben ihren Weg gefunden, damit umzugehen. Weil sie haben, die digitale Welt war für sie völlig normal von Anfang an, aber sie haben einen Weg gefunden, dass es Platz haben darf in ihrem Leben, aber trotzdem auch sehr gut sie schon wieder davon Abstand nehmen können. Zum Beispiel mache ich meinen Thementagen, wo ich doziere, so Experimente, wo ich den Flugmodus aktiviere mit den Teilnehmenden oder mit den Studenten. Und dann werden die Gefühle beobachtet, was da passiert, wenn man eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden nicht
diesen Reflex machen kann, ich gehe mal an das Handy, weil das ist ein Muster, das wir uns erzeugt haben, das war ja nicht angeboren, wir werden ja ohne Handy geboren, irgendwann kommt dieses Muster, wir sind an der Bushaltestelle irgendwo, wo wir warten sollten, vielleicht eben mal atmen, mal uns verbinden mit dem Moment und einfach genießen, ah, da zwitschert ein Vogel, da hat es spannende Leute an der Bushaltestelle. Nein, was machen wir automatisch? Bumm, Verbindung mit einer nicht realen Welt herstellen. Wenn wir dieses Muster entdecken, dann können wir es auch mit so Trainings auch wieder wegbringen. Aber es ist halt eine Willensfrage und man braucht schon ein bisschen Unterstützung. Dieser Flugzeugmodus ist ein gutes Ding, wo jeder auch zu Hause, die Zuhörer können das selber mal probieren, einfach den Flugzeugmodus mal ein paar Stunden reinzutun und passieren, beobachten, was passiert da drin. Kommt eine Unruhe auf? Was ist das für ein Gefühl? Da sind wir beim Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit nimmt immer mit allen Sinnen die äußere Wahrnehmung auf, aber gleichzeitig es innerlich zu spiegeln. Was passiert in mir, wenn sowas passiert? Also auch Ereignisse, die sonst uns erwarten, immer wieder spiegeln, was löst das in mir aus? Und dann dort anzupacken. Und wenn der Flugzeugmodus bei mir Unruhe auslöst, dann habe ich definitiv ein Problem mit mir in Verbundenheit, alleine mit dem, was ist, zu sein, sondern ich brauche dann diese Verbundenheit, dieses, es ist irgendwo noch am Laufen. Und auch eine Möglichkeit, sich vielleicht auch abzulenken. Genau. Man kennt das ja auch, dass diverse Töne, wie eben dieser Eingang von Nachrichten, ja auch bei uns so eine Art Glückshormon oder Endorphine ausstößt, was ja auch eigentlich eine nicht so optimale Konditionierung ist. Absolut, also dieses... Oder diese Likes und das gerade auf Instagram bei den... Genau, ja. Also das ist natürlich eben auch clever gemacht von den Firmen. Also es ist ja nicht so, dass das alles unbewusst passiert, sondern die wissen genau, was sie tun. Ist legitim. Wir haben die Entscheidung, wollen wir das Ganze mitmachen oder nicht. Das ist eine normale Verkaufsstrategie, die sie führen. Aber diese Glückshormone, die werden durch diese Verbundenheit, sich eben nicht alleine zu fühlen, sondern irgendwo eine Bestätigung zu bekommen, diese Bestätigung tut uns gut. Aber ist es eine reale Bestätigung? Und bringt sie mich langfristig eigentlich eher von mir weg als zu mir hin? Und da bin ich der Überzeugung, dass wenn wir zu oft uns verbinden mit Dingen, die außerhalb von uns sind, also verbinden, dies als die Wahrheit ansehen. Und das hat nicht nur mit dem Social Media, sondern auch eins zu eins. Also es kann im Kollegenkreis sein, lebe ich mein Leben oder lebe ich das Leben meines Umfeldes? Diese Fragen zu stellen. Und da glaube ich, darum ist es wichtig, auch allein sein zu können, weil dann poppen diese Fragen auf. Beispiel, ich war vor einem Monat in den Ferien und habe wieder mal seit x Jahren mal wirklich voll runtergefahren. Keine Mails gemacht, nichts. Ich bin selbstständig, da bist du immer irgendwas noch bisschen am Tun. Ich habe das dieses Mal nicht gemacht und musste mich auch wieder diesem Gefühl stellen, was bleibt jetzt noch übrig, wenn all diese Muster weg sind. Und am Anfang, da geht schon was da drin. Okay, halte ich mich selbst noch aus? War auch meine Frage. Und ich habe es dann nach ein paar Tagen richtig genossen und wow, ich wollte das Ding nicht mehr einschalten. Ich habe gemerkt, wie viel Energie das freisetzt, wenn man in dieses Alleinsein kommt. Aber es braucht so eine Entzugsphase. Genau. Ja. Es ist so. Es ist halt, ein Muster ist wie eine Sucht, wie ein Kaffee, das man am Morgen braucht, um aufzustehen. Entstehen diese Muster und da braucht es einen Entzug und der fordert zuerst. Was jetzt natürlich schon auch bei uns verankert ist, sind ja diese epigenetischen Ängste, die ja auch in unseren Zellen gespeichert sind. Jetzt gerade ich als Frau trage ja wahrscheinlich andere Überlebensinformationen oder Strategien in mir wie du, wenn man jetzt überlegt, dass die Frauen früher nur mit Männern überlebt haben oder Alleinsein bedeutet Tod oder generell, ich glaube, was wir alle gemeinsam haben, diese Urangst aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das ist ja eigentlich so die viel schlimmere Angst oder noch schlimmer wie überhaupt zu sterben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir in der Zeit, wo wir leben, einfach an diverse Urängste erinnert werden, die auch ein Stück weit an diese epigenetischen Thematiken geschlossen sind.
Und wie geht man jetzt damit um, wenn man wirklich sagt, man hat jetzt zum Beispiel eine Trennung oder kennen wir ja auch gerade heute bei der Scheidungsrate. Da muss ja wirklich ein Prozess, wenn da noch Kind, Haus, materielle Dinge zusammenhängen, dann geht's ja wirklich in manchen Trennungen wirklich wie so vom Gefühl her einmal sterben zu müssen, oder? So dieser tiefe, diese Ohnmacht oder die Angst davor, was bin ich denn dann noch zum Beispiel? Genau. Ja, das entsteht eben genau darum, dass man seine Persönlichkeit definiert anhand anderen Dingen. Das können materielle Dinge sein, das können Beziehungen sein, das können Muster sein, die wir übernommen haben. Die können wir gar nichts dafür, eben, die sind in unseren Genen schon drin. Darum ist das Leben auch ständig mit Arbeit und mit Reflexion verbunden. Also sich diesen Ängsten zu stellen. Aber auch da, glaube ich, wieder ist das Thema Rückzug und sich erlauben, dass man in die ganz Tiefe, in den Schmerz geht, in dieses Alleinsein auch sein. Und ich kann dir sagen, ich habe ja diese Phasen auch. Ich liebe inzwischen diese Phasen auch. Also gerade so November ist für mich so eine Reflexionszeit. Da kommt dieses graue Nebelwetter, alles so ein bisschen, ja, schon nicht stimmungsmäßig, nicht so positiv. Und dann gibt's Tage, wo ich mich so richtig in der Trauer, in der Wut, in all diesen Gefühlen zulasse, um auf den Grund zu gehen. Woher kommen die? Was wollen sie mir sagen? Und Leben heißt Veränderung. Stillstand ist der Tod. Also genau in diesen Punkten dann anzusetzen, um mich verändern zu wollen, um zu wachsen. Aber wenn dann das Ego natürlich an den alten Werten, und da sind wir bei der Wertdefinition, es ist auch wichtig, dass wir unsere Werte kennen. Wenn die alten Werte dominierend sind, dann wird das Ego immer sagen, ja, aber du kannst doch nicht, weil du verlierst. Nein, du gewinnst. Loslassen hat, das ist ein anderes wichtiges Thema, loslassen hat am Schluss mit Gewinn zu tun. Man gewinnt wieder ganz viel. Erkenntnis, Zugang zu sich selbst, Freiheiten vielleicht auch oder in einer Beziehung. Wir geben uns ja oft auch ins Gefängnis. Unsere höchste Strafe in Europa ist der Gefängnis. Und wir merken gar nicht, dass wir uns selber ständig ins Gefängnis begeben. Mit eben Beziehungen, Geschäftsverhältnissen. Verträgen, ja. Verträgen, was auch immer. Leasing-Verträgen, das ist eine Art von Gefängnis. Ich muss eben dann schauen, dass ich diese Sachen erfüllen kann. Darum reflektiere ich dann gerne auch in diesen mystischen, traurigeren Zeiten, damit ich diesen Schmerz rauslasse. Es ist nicht schlecht, diese Urängste dann auch hochzuholen. Ich denke, das Werkzeug, um damit umzugehen, das darauf kommt es halt eben nachher an, ja, wenn wir jetzt wirklich eine Gesellschaft hatten, die jetzt, sage ich mal, in den Herbstmonaten keine Fluchtmöglichkeiten mehr vor sich selber hatte, weil kein Club mehr auf hatte, kein Café, kein Restaurant, das waren ja alles Möglichkeiten, um sich nochmal happy zu halten. Genau. Ja, so das Highlight am Wochenende raus und loslassen. Das war ja dann auch immer das, wo man dann so ein bisschen den Alltag wiederum kompensiert hat. Eigentlich schrecklich, wenn man das so jetzt mal wieder nachdenkt. Aber welche Methoden hast du für dich, wenn du dich jetzt diesen Gefühlen, Emotionen hingibst, dann denken ja viele, ja, schön, jetzt sagt der Pirmin hier, ich lasse die Wut zu. Ja. Was machst du dann? Ja. Wo kommt die her? Wie komme ich an den Punkt, wo ist der Ursprung dieser Wut? Ja, gibt es verschiedene Methoden. Ich möchte noch ganz kurz das da ansetzen, wo du gerade gesagt hast, dass wir das nicht zulassen, diese Reflexionszeit mit, dass wir in die Bar können, all die Dinge. Und da sind wir genau am Punkt. Wir folgen nicht unserer Natur. Wir haben die 4 Jahreszeiten. Wie viele von unseren Menschen sind genau um die Weihnachtszeit und am Herbst so gestresst wie nie das ganze Jahr? Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall, was passieren sollte. Die 4 Jahreszeiten sollten uns sagen, okay, Frühling, Blütezeit, Neues anpacken, wir sind jetzt in der Phase, Klarheit schaffen,
neue Kraft entsteht. Sommer, Hochblüte, oder? Wir strahlen richtig durchs Leben. Und dann kommt eben der Herbst, runterfahren. Und dann der Winterschlaf, auch sich mehr Ruhe gönnen. Und unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem ist völlig in diese andere Richtung. Mhm. Immer hoch, 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 hoch. Und nicht diese Wellenbewegungen. Und wenn wir mit der Natur gehen und das zulassen, dann sind wir schon mal natürlicher und einfacher auf dem Weg. Und dann, ja, wenn das Thema aufpoppt, gibt es nicht für mich einen, sag jetzt mal, Generalpass, wie ich das mache. Das können Themen sein, die ich selber analytisch und mit Maßnahmen verändern kann. Ich sage jetzt etwas, eine Geschäftsbeziehung, ich weiß, die ist toxisch für mich, die will ich loslassen. Okay, kündigen, so, 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 wie fühlt sich das nachher an? Gibt aber auch Dinge, die ich selber nicht in der Tiefe wirklich weiß, woher kommt es. Ich weiß, es poppt immer wieder hoch, ich weiß aber nicht woher. Und dann nehme ich mir Hilfe. Also ich habe meine Lieblingskinesiologin, die holt alles aus mir raus. Also x Dinge, die sie in meinem Leben für mich positiv, sag jetzt mal, steuern konnte. Ein Beispiel: ich hatte mal kreisrunden Haarausfall im Bart. Ich habe gerne auch mal so ein 3-Tage-Bart. Bin dann zuerst, das war von 10, 15 Jahren, bin ich zuerst noch zum Arzt gegangen, dann Creme bekommen und so. Würde ich heute ja gar nicht mehr tun, würde ich direkt zu ihr gehen. Ich ging dann irgendwann zu ihr, weil es hat nichts gewirkt. Und 3 Tage später sind die Haare wieder rausgewachsen, als wäre nichts gewesen. Weil etwas Emotionales in mir drin war, das ich selbst nicht gefunden habe, was ist es. Mhm. Und das konnten wir lösen. Also ich bin mir überhaupt nicht zu schade, Hilfe zu holen. Und weil es gibt Dinge, die kann ich mit meinem Bewusstsein nicht bearbeiten, die sind tief in meinem Unterbewusstsein. Eben vielleicht auch aus anderen Leben, aus anderen Erfahrungen, aus der Kindheit. Ja, selbst hat man ja auch ein bisschen diese Betriebsblindheit, so kommt ja auch noch dazu. Genau. Aber manche Methoden oder Techniken, da brauchst du einfach den von außen. Ja, und jeder hat ja auch andere, ich sag jetzt mal, Menschen, die einem helfen können. Ich kann nicht sagen, Kinesiologie ist für dich das Beste. Jeder arbeitet mit dem, was ihn anspricht. Und wir sind hier auf der Welt, um einander zu helfen. Das ist der Grundansatz von der Evolution. Wir wollen einander weiterbringen und um die Menschheit, die Spezies am Überleben zu halten. Und wir arbeiten aber oft in die Gegenrichtung. Mhm. Wir wollen eigentlich einander gegenseitig vernichten mit Macht und Gier und all diesen Themen. Aber wenn wir den Grundsatz von Hilfe entdecken und auch annehmen können, dann schämen wir uns nicht, wenn wir Hilfe annehmen. Also es, für mich, mich macht es immer wieder glücklich, wenn ich nach einer Heilsitzung oder so merke, wow, da hat sich jetzt was gelöst. Mhm. Was ist für dich so dieses, man hört es ja oft, All-Ein-Sein, kommt Allein-Sein von All-Ein-Sein. Was hat dieser Satz für dich für eine Bedeutung? Ja, ist tragend, absolut, weil wenn ich allein sein kann, entdecke ich, dass ich All-Eins bin mit allem. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Das heißt nicht, dass ich mich dann zurückziehen soll auf einen Berg und nicht mich im Austausch bin, weil da, mit anderen Menschen, weil da sind wir gerade wieder bei dem Thema. Das ist einfacher. Man kann sich zurückziehen und sich nur um sich selbst kümmern. Aber wir sind hier, um einander zu unterstützen. Aber wenn ich merke, dass ich hier alles drin habe, was ich brauche, dann kann ich auch ein gesellschaftliches Leben in Liebe und Frieden leben und suche nicht in anderen Menschen Dinge, die mich erfüllen oder ausfüllen oder anderen materiellen Dingen. Oder darum ist das Thema sehr nahe. Jetzt hattest du mir ja mal im Interview gesagt, du hattest das Muster mit dem Helfersyndrom. Und auf der anderen Seite sind wir da, um zu helfen. Genau. Jetzt musstest du ja das wirklich in eine ganz spezielle Balance noch bringen, weil, weißt du? Absolut. Weil auf der einen Seite will man ja helfen, auf der anderen Seite will man aber dieses Muster. Genau. Das ist ja tricky. Ja, das Helfen gehört zu unserem Leben, aber in der Balance, damit man nicht die Selbstaufgabe sozusagen betreibt, also dass ich mich selbst dabei nicht aufgebe, meine Werte und meine Lebensaufgabe nicht aus dem Fokus verliere. Aber das heißt nicht, dass ich durch meine Lebensaufgabe, die ich erfülle, nicht anderen Menschen helfen kann, aber sich nicht aufgeben. Das ist das Thema. Und ich habe mich in den Beziehungen vielleicht oft zu sehr aufgegeben. Wie gesagt, das war meine eigene Entscheidung.
Die Frauen haben das nicht gefordert, aber es gab mir eine Identität. Und da die Balance zu finden, das ist ja alles im Leben, es geht immer um Balance, sich auszubalancieren, ist auch da entscheidend. Also wir sind da, um einander zu unterstützen, aber nicht sich für jemand anderes aufzugeben. Auch beim Thema Helfen, man kennt ja nicht nur den Helfer, der sich aufgibt selbst, sondern der sich definiert übers Helfen. Und das sind dann die, ich sag immer so, diese übergriffigen Heiler, die dir ihre Methode so auf stülpen, kennst bestimmt auch, oder? Also genau. Dieses, du musst das machen, das ist das einzigst Richtige, alles andere ist alles Schwachsinn. Das ist ja auch eine falsche Version von helfen wollen, oder? Das ist ja eher so eine, wie würdest du das interpretieren? Ja, ich meine, vielleicht gut gemeint, oder? Sie sind so fest in ihrer Kraft oder Energie, dass sie meinen, das muss genau so passieren. Aber schlussendlich muss ja jeder Mensch für sich die Lösung selber entdecken, weil nur dann funktioniert sie. Es gibt ja die Regel, ich gebe einfach nur Tipps, machen muss der Klient dann immer selber. Und ja klar, wenn ich bei Kinesiologen bin, kann ich selbst ja nicht allzu viel beitragen, aber ich kann ja, ja mich dieser Situation stellen und sagen, okay, das fühlt sich richtig an, das nehme ich an, aber wenn sie mir etwas aufzwingen würde, das ist genau das, so musst du jetzt handhaben, dann würde Widerstand entstehen. Und ich glaube, dieser innere Widerstand hilft dann nicht. Also ich glaube, helfen ist schon wichtig, dass man dem Menschen immer noch selber überlässt, will er überhaupt diese Hilfe so annehmen oder will er einen eigenen Weg finden, um das Problem zu lösen. Also dieses bedingungslose wirklich das Angebot bedingungslos geben und dich dann nachher nicht, das haben ja oft auch gerne die Therapeuten, dass sie sich nachher über die ihre Therapie ihren Wert definieren. Und dieses, das, wenn ich wirklich so richtig auch so spirituelle Lehrer da habe, da merkst du, die wollen gar nichts. Denen ist auch egal. Die sind, fand ich ganz schön auch, nicht ins Ergebnis investiert zu sein. Genau, absolut. Also einen Impuls zu geben, ohne Anspruch auf das Ergebnis. Ich mache, wenn ich Bücher schreibe oder irgendwie so, dann gebe ich das genau in dieser Form weiter. Hier ist es. Mach damit, was du willst. In der Zeit, wo du willst. Vielleicht liest du das Buch in 5 Jahren, vielleicht gar nie. Das finde ich darum so spannend an Büchern. Ich finde immer noch, dass für mich das beste Medium, wenn es um Lesen oder irgendwie immer noch besser als Podcast oder was auch immer, weil es ist so zeitlos. Also klar, einen Podcast kannst du auch in 10 Jahren noch hören oder so. Aber irgendwie das Buch, ich bin halt da noch old fashioned. Das ist so, man hat es in den Händen und der Leser entscheidet selbst, welche Seite ist für ihn wichtig und welche nicht. Und so sollten wir auch den Menschen unterstützen und inspirieren. Ich glaube, vielleicht ist das Wort auch wichtig, dass wir gar nicht von helfen, sondern inspirieren sprechen. Ja. Wenn jetzt doch der ein oder andere sich mit dem Thema Alleinsein nochmal beschäftigen möchte, hast du da eine Möglichkeit, Quellen oder nochmal, wo man so eintauchen kann? Ja, empfehle ich natürlich gerne mein Buch, Mit dir allein bist du nie allein. Da gibt es Anleitungen, es gibt auch einen Test drin, wo man rausfindet, wie gut kann ich wirklich allein sein, welche Themen bringen mich eben aus dieser Ruhe in der Einsamkeit raus. Gibt aber auch ganz viel anderen guten Stoff im Netz zu finden, weil das Thema ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Also dieses nicht allein sein zu können ist, und ich sage immer, der Luxus von heutiger Zeit ist diese Unerreichbarkeit und dieses allein zu sein. Das ist wahrer Luxus. Alles andere kann man sich kaufen oder erarbeiten, aber sich wirklich rausnehmen zu können in die Einsamkeit, ins Alleinsein, das ist Luxus. Super. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und ich freue mich, wenn wir noch so ein paar Themen noch gemeinsam in Zukunft mal anschauen werden. Ich danke dir. Danke dir auch. Karina. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einige Tipps und Tricks zum Thema Alleinsein, Alleinsein, Einsamkeit mit rausnehmen und bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.